Ein Herzquack, willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Long Dark. Wir sind hier immer noch im Haus und wollten jetzt gerade einmal nach draußen gehen. So. Jetzt gucken, ob hier ja auch kein... Es ist dunkel, es ist stürmisch. Das bringt nichts. Problem ist, wir haben leider kaum was zu essen. Und wenn wir uns jetzt schlafen legen, dann brauchen wir Kalorien. Und das ist eventuell nicht so gut, wenn wir kaum was haben. Aber Stat made it, calories burned. Wir legen uns einfach mal für 3 Stunden hin. Das sind 300 Kalorien. Hoffen, dass der Sturm dann vorbei ist. Ich meine, dann wird es jetzt zwar Nacht. Aber wir haben ja unsere Laterne und... Hatte leider einfach... Ah, saved game, okay. Da wird es ja auch ziemlich düster. Ich hoffe mal, dass hier jetzt irgendwie nicht ein Wolf oder sowas gleich auftaucht. Denn dann hätten wir echt ein Problem. Zumal wir den wahrscheinlich niemals recht... Da hinten ist ein Reh. Wir machen hier mal die Laterne aus. Oh, wir müssen hier schnell die Hütten abgrasen. Denn wir kriegen Hunger und... Du hast trinken können wir zwar gleich was, aber das sieht nicht gut aus für uns. Der Start war gut, aber wir haben kaum Nahrung. Beziehungsweise wir haben nichts mehr und wir brauchen dringend. In der Hütte waren wir schon. Wir rennen deshalb auch direkt weiter. Oh, ist das hier dunkel. Aber boah, ist das ein geiler Himmel. Ich sehe leider auch nicht. Wir müssen mal den Rand abgucken, ob hier irgendwie wieder eingefrorene Leute oder sowas liegen. Das sehen wir jetzt gerade leider nicht. Oh, da knurrt der Magen. Wir sehen ja, wo ist denn der Eingang? Oh. Frozen Corpse. Wo wir es gerade davon hatten. Rifle Ammunition. Das war wohl ein Jäger, hat er auch eine Waffe. Bitte. Verdammt. Und hier erstmal wieder Extinguish. Wir müssen ja nicht unbedingt sehen, wo wir hingucken. Langt ja, dass wir lesen können, was hier ist. Wir wissen, hier ist irgendwo ein Draw und unten drunter nochmal einer. Granola Bar, perfekt. Genau, jetzt hier der obere noch. Looks like this has been here a while. Can Opener, den nehmen wir mal mit, falls unsere kaputt geht. Summit Soda und die ist auch noch sehr gut. Aber das ist schon mal nicht schlecht. Gucken wir hier mal Food and Drink, Granola Bar. Die essen wir auch direkt. Genauso auch die Soda. Und dann gucken wir mal. Hunger haben wir immer noch. Wir haben leider jetzt nichts zu essen. Doch, wir haben Kondensmilch. Aber das ist, hilft uns alles weiter. Jetzt sind wir bei der 1600 Kalorien. Wir haben leider überhaupt kein Holz oder irgendwas dabei. Wir machen jetzt doch mal Licht, weil wir sehen ja wirklich gar nichts. So, von hier hinten kamen wir. Hier hinten steht noch eine Hütte und hier rechts waren mehrere Häuser, glaube ich. Und wir sehen einfach gar nichts. Das war ja jetzt natürlich...
Okay, das ist... Die war natürlich jetzt nicht so... Oh! Das ist ein Wolf. Das ist doch... Fuck! Wo ist das Vieh? Ach du Scheiße. Wo ist der? Scheiße, wo ist der Wolf hin? Freezing, fuck. Gott, da siehst du aber immer nur so zwei leuchtend grüne Augen. Fuck. Gott. Mein Herz legt mich am Arsch. Basic Gloves. Antiseptik. Scheiße, was machen wir jetzt? Bandage. Okay, wir haben schon mal eine Bandage. Crepe Soda. Was machen wir denn gegen den Wolf? Bedroll, wir können uns eventuell... Boah, wir müssen uns hier hinlegen. Hoffen, dass der Wolf dann weg ist. Ah, wo ist der? Get away, you brother. Leute, uns hinzulegen, wenn der Wolf draußen vor dem Haus lauert, war anscheinend keine gute Idee, weil dann erkennt er einen anscheinend oder ja, wie auch immer und kam dann rein. Und ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe nur so irgendwas grünes Leuchten sehen und wusste gar nicht, was wir machen müssen. Aber was wir jetzt auch beispielsweise gelernt haben, war, wir müssen dann ganz schnell Linksklick drücken. Und dann lädt sich dieser Strength-Balken auf und dann können wir den sozusagen von uns wegdrücken. Fail. Naja, passiert. Ist ja auch ein schweres Survival-Game. Da kommt das mal vor, dass man mal stirbt. Aber man lernt immer neue Sachen dazu. Beispielsweise wissen wir jetzt, wie wir gegen Wolf kämpfen. Und dass wir am besten nachts nicht draußen schlafen. So, wir sind diesmal Alan's Cave. Sind wir gerade wieder an derselben Stelle gespawnt? Nee. Hier ist ein Hochsitz. Hier. Wolf, du bist ja voll doof. Oh, liegt hier schon ein totes Reh. Harvest Meat. Ich habe kein Tool. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich einen Hunting Knife oder sowas dafür. Vielleicht liegt er hier direkt in dem Hochsitz eins drin. Oh Gott. Ich hoffe, der sieht uns nicht. Was ist das hier? Das ist ein... Hope nobody needs this anymore. Oh Gott, es geht ja schon direkt wieder hier spitzenmäßig weiter. Bah! Blödes. Ah!
Ach so, hier, okay, ich hab's verstanden. Mit rechter Maustaste dann. Condition, ich blute. Haben wir irgendwie. Ach, wir haben gar nichts. Wir verlieren Blut. Sterben. Wir essen nur mal rohes Wolfsfleisch. Aber es sieht cool aus, wie man stirbt. Tja, das war aber auch ein sehr unglücklicher Start gerade. Zwar, dass wir hier schon Fleisch hätten, war cool. Aber direkt ein Wolf und nix zum Verteidigen, Bandagieren. Nein. Start New Sandbox. Ich war gerade am Überlegen, ob ich sozusagen einfach eine neue Folge anfange und sage, wir sind gestorben und so, aber nö. Haben wir noch was gelernt? Nicht nur Linksklick, sondern wenn man die Power aufgeladen hat, dann Rechtsklick. Wenn man zweimal voll auflädt und Zugboxt, killt man den Wolf. Das heißt, wenn wir Bandagen und auch eventuell Antibiotics haben, könnten wir so... Oh, wir sind hier beim Gleisen. Könnten wir so theoretisch... steht da... Nee, da steht kein Haus. Auch an Fleisch kommen. Aber hier liegt doch wieder irgendwas eingefroren. Das sehe ich doch. Da ist doch jemand wieder eingeschlafen. I could use this. Candy Bar. Ach Leute, das Spiel ist echt gar nicht so einfach. Okay, man ist auch wirklich ein Ticken davon abhängig, würde ich jetzt schon behaupten wollen, wo man spawnt. Denn wenn man jetzt beispielsweise wie hier nachts spawnt und, okay, da vorne ist ein Zug, eventuell haben wir auch schon Häuser in der Nähe, dann geht es. Aber wenn du jetzt beispielsweise nachts weit weg von allem spawnst, okay, hier ist Haus. Hier ist ein Haus, da gehen wir da mal hin. Wenn man nachts weit weg von allem spawnt, dann bist du ja schon tot, bis irgendwo ankommst. Beziehungsweise, wenn wir wie dem Spawn eben direkt mitten im Nirgendwo und ein Wolf sieht uns leider direkt. Ich meine, okay, da hätten wir wahrscheinlich einfach nicht zu dem Hochsitz rennen sollen. Aber nachhinein ist man immer schlauer. Und das ist doch das Haus, da waren wir eben schon. Camp Office, genau. Okay, aber passiert. Werden wir so nicht mehr machen. Diesmal liegt hier sogar dreimal Holz. Die Anzünder haben... Okay, hier gibt es noch Antiseptik. Ein Anzünder haben wir hier. Laterne ist da auch wieder. Der Kanister ist hier auch wieder. Can-Opener auch. Sehr schön. That'll come in handy. Die ist echt schon ziemlich... Die riecht schon. Wir suchen hier einmal alles. Da haben wir leider nichts drin. Gut. Ich wollte schon sagen, hier leider auch nicht, aber... Die Sprint, sehr schön. Ich hoffe mal, wir haben oben wieder Klamotten. Hier werden wir jetzt auf jeden Fall noch durchsuchen. Der ist schon wieder leer. Was sagt die Schublade? Auch nichts. What have we here? Work Boots. Sehr geil. Rifle Ammunition. Ich hätte auch gerne eine Rifle dazu. Okay. Das sieht auf jeden Fall jetzt... Okay, ich sag's nicht. Sieht total schlecht aus. Wir sind hier kurz vorm Sterben. Das ist ja alles scheiße. Quatsch, nee, sie... Gott. Hallo? Okay, der ist tot. Oder er schläft, sagen wir mal, er schläft. Thin Wool Sweater. Haben wir schon an. Dünn Wool Sweater finde ich... Sweater. Finde ich jetzt gar nicht so gut. Mir wäre irgendwas Dickes zum Anziehen, so ein dicker Wollpulli oder sowas. Oder wie so eine Winterjacke lieber gewesen.
Beef Jerky. Jeans. 100%. Oh, sehr gut. Hope nobody needs this anymore. Ten of sardines. Okay. Schöne Mütze. Basic Winter Coat. Ist keine High Quality Premium Winterjacke, aber das ist schon mal besser als gar keine Jacke. Und da gucken wir direkt wieder in Equipment und Clothing. Basic Winter Coat ziehen wir an, denn wir haben noch überhaupt keine Jacke. Unsere Jeans 0,8, die Jeans 1, das heißt, wir ziehen die an. Unser Thin Wool Sweater ist auch besser. Genauso wahrscheinlich auch. Oh ne, die Mütze, die wir haben, ist besser. Okay. Und Work Boots. Basic Boots, die geben 0,7 und gar nichts gegen Wind. Die 1,6. Okay, okay. Gar keine Frage. Nicht Repair. Das war falsch. Harvest. Basic Boots. Ein Leather sogar. Okay. Ich will gerade mal wieder alles zerschnippeln. Denn da kriegen wir halt, wie gesagt, die ganzen Materialien raus, die wir brauchen. Ist ein bisschen anstrengend. Oh ne, nicht die, die wir gerade anhaben. Mütze noch und dann war es das, glaube ich, alles. Ja. Back. Das heißt, wir können jetzt schon direkt raus in die Wildnis. Okay, Holz können wir wieder da lassen. Obwohl. Hat man den durchsucht? Ja. Wir nehmen mal alles mit. Wir haben ja zwar hier das Haus, aber... Was ist das hier? Ein Wolf irgendwo? Blau. What? Okay, Leute, wir haben mit der... Stimmt, es war ja Nacht, als wir jetzt hier gestartet sind. Wir müssen uns einfach hier mal hinlegen. Haben noch genug Kalorien, das heißt, wir machen hier einmal wieder aus. Legen uns hin. Wir haben 21 Uhr, das heißt, wir legen uns hin bis 5 Uhr in der Früh oder was? Ich weiß es nicht. 8 Stunden ist halt schon krass, aber in meinem Dunkeln, da sehen wir halt nichts, ne? Haben auf die Zeit gelunzt. 5 Uhr in der Früh? Achso, wir hatten schon später dann jetzt, bis ich das... Bis es soweit war. So, gespeichert hat es, glaube ich, gerade. Thirsty, okay, da trinken wir doch natürlich was. Natürlich haben wir was zu trinken hier. Stell dich nicht so an, Typ. Ab, da trinken wir direkt noch eine. Und wir essen auch noch direkt eine Candy Bar. Chocolate and Nuts. Oh yeah. Sehr schön, das ist doch jetzt in Ordnung. Wir gehen hier einmal raus. Haben wir durch die Fenster gesehen, dass es wieder hell ist. Boah, Freunde, wir haben aber auch hier echt ein Glück. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich will ihm den Kanister hier rüberziehen. Geht das? Nö. Oh. Und nu? Ist er noch da? Verschwindet der? Ich sehe es nicht. Ich traue mich jetzt nicht so ganz raus. Aber Bandagen, falls wir angegriffen werden, haben wir nicht. Oder? Doch, haben wir. Okay. Typ, du willst uns gar nicht. Wir sind zäh, ekelhaft. Das schmeckt nicht. Das ist nichts, was du wollen würdest. Na, hör auf jetzt. Du willst uns nicht. Wie es aussieht, hat er vor nicht allzu langer Zeit gefunden. Okay, er hat anscheinend abgelassen.
Oh, er jagt ein Reh. Nicht in unsere Richtung, bitte. Zerwehr zuerst keine Kondition mehr. Wir verfolgen das weiter, denn wenn er das Reh erlegt, wollte gerade sagen, zum Glück hat er schon was gefressen und hat nicht so das Interesse an uns, dass er direkt auf uns losgestürmt ist. Okay, er hat es erwischt und er frisst. Okay, verdammt. Vielleicht lässt er uns ja was übrig. Wir suchen ja erstmal alles. Leer. Looks like this has been here a while. Jeans, Candy Bar. Und Orange Soda. Was haben wir hier in der Schublade? Antibiotics. Und das war's. Okay, okay, okay. Alles gut, alles gut. Wir gehen hier in meinem großen Bogen um den Wolf rum, lassen den mal in Ruhe fressen und gucken einfach mal, was da hinten in der Hütte ist. Und dann gehen wir einfach, wenn möglich, wenn es hier lang geht, zu den Hütten und... Hier rennt auf jeden Fall noch ein Reh weg. Ich sehe gar nicht das Reh, das er frisst. Vielleicht bin ich einfach zu weit weg und kann es nicht erkennen. Da hinten rechts war auf jeden Fall noch ein Wolf gewesen. Wir hoffen mal, dass jetzt hier nicht direkt irgendwo einer lauert. Okay, das sieht aber gut aus. Da fangen wir am besten bei der Hütte an und arbeiten das hier so einmal durch. Wenn wir über den Boden gehen, zumindest war das eben noch so, dann ist es ein bisschen wärmer. Also über den Boden. Am besten Press aufs Eis. Okay, da ist noch ein Wolf. Aber da habe ich ja nichts gegen. Ich habe ja nichts gegen, wenn die Wölfe hier die Rehe killen. Dann sollten wir irgendwie so ein Jagdmesser oder irgendwas finden, dass wir denen sozusagen das Fell über die Ohren ziehen. Können wir da vielleicht auch Nahrung rauskriegen. Zumindest ist es so meine Hoffnung. Haben sie jetzt noch ein paar Granola Bar und so Zeug gekriegt, aber das ist ja alles, das macht ja nicht satt. Das ist ja nur Beef Jerky. 350 Kalorien. Okay, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Gute Qualität. Der war leer und hier ist aber drin. Jeans, schon wieder. Grape Soda. Antibiotics. Da war mal hier ordentlich noch was zu holen. Colder. Ja, hier wird es wieder kälter. Wir gehen in das Haus und dann sind wir auch schon am Ende einer Folge. Das war so eine bisschen holprige Folge. Zweimal gestorben. Aber auf jeden Fall auch unsere Erfahrung daraus gezogen. Werden wir beim nächsten Mal besser machen, direkt erstmal um die Wölfe drumherum, weil wenn sie hungrig sind, dann kommen wir nicht weg. Wissen aber, falls es dazu kommt, wie wir gegen sie ankämpfen können. Gucken, ob wir hier die Holzbretter nehmen können. Okay, ich habe uns gerade selbst atmen hören. Hab gedacht, das wäre ein Wolf oder so. Gerade die ganze Zeit nach rechts, weil da hängt irgendein Vieh an der Wand. Das ja, was hier drin ist, was wir hier rausholen und wie es weitergeht, seht ihr in 2 Tagen. Wenn es gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und schreibt was drunter. Wir sehen uns übermorgen. Macht's gut. Ciao.